Hey Leute, herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Karlchen-Knackgeschichte. Karlchen und das beste Geschenk der Welt. Mal sehen, was passiert. Haha, perfekt. Lohnt sich doch immer mal wieder, den Zauberstab zu polieren. Blue, was piept denn da? Ach, meine Kristallkugel. Sie haben eine neue Nachricht. Oh, eine neue Nachricht. Gleich mal nachschauen. So, Nachricht abhören. Aha, es befinden sich wohl zwei neue Geister in der Stadt. Gut, dann werde ich ja gleich mal jemanden hinschicken. Am besten Locke. Ich kontaktiere ihn direkt über meine Kristallkugel. Locke? Locke, bist du da? Oh, Dumbledore, ja, ich bin da. Was kann ich für dich tun? Locke, wie es aussieht, befinden sich zwei neue Geister in der Stadt. In dem alten Klinkerbau in Pandido City. Kannst du noch mal nachschauen? Was sagst du? Zwei neue Geister? Selbstverständlich, mach mich sofort auf den Weg. So, nun, wenn das erledigt ist, werde ich direkt mal meine E-Mails checken. Sie haben 423 ungelesene E-Mails. Oh Mist! Ah ja, hier muss es sein. Nanu, was ist das denn für ein Schild? Geister verboten? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber ich sollte mich vorsehen. Ich schau mal lieber zuerst durch ein Fenster. Okay, wollen wir mal schauen, was man hier sieht. Die Luft sieht rein aus. Okay, ich werde mal reingehen. Na los, komm schon. Das Fenster klemmt. Na gut, dann quetsche ich mich eben so durch. So, geschafft. Entschuldigen Sie, wer sind Sie denn? Haben Sie einen Termin? Ich bin bestimmt nicht durchs Fenster eingestiegen oder so, falls Sie das glauben. Bin ganz normal durch die Tür gekommen, ja. Und ich bin auch kein Monster oder Geist oder sowas. Ich bin ein ganz normaler Besucher. Oh, Geister! Sie haben ein Geisterproblem? Na, sagen Sie das doch gleich. Dass Sie ein Klient sind. Setzen Sie sich doch erstmal hier hin. Einer meiner Kollegen wird sich gleich um Sie kümmern. Was? Wie bitte? Kollege? Ja, natürlich. Sind Sie denn nicht extra deswegen zu uns gekommen? Den Ghostbusters? Ghostbusters? Wie bitte? Ich verstehe nicht so ganz. Es ist ganz einfach. Hören Sie einfach kurz zu. Wir kümmern uns um sämtliche Probleme mit Geistern. Egal ob Poltergeist, Hexe oder Monster. Egal was. Wir werden das Problem bei der Wurzel packen und in unseren Geistercontainer einsperren, sodass es nie wieder Schaden anrichten kann. Also, schildern Sie am besten gleich mal, was Ihr Geisterproblem ist. Janine, wir haben keine Zahnpasta mehr. Kannst du bitte neue besorgen? Oh Ray, gut, dass du kommst. Wir haben hier gerade einen neuen Klienten. Er scheint ein heftiges Geisterproblem zu haben. Ein Klient, sagst du? Oh oh. Janine, Vorsicht, das ist ein Vampir. Hier, friss meine Pfefferminzzahnpasta. Ach, die ist ja alle, stimmt. Leute, schnell, wir haben ja einen Vampir, kommt her. Ray, was erzählst du denn da? Das ist doch ein Kunde. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Vielleicht hat er ein Vampirproblem. Sei nicht so unhöflich. Oh, vielen Dank für deine Unterstützung. Aber das ist wohl der Moment, an dem ich am besten verschwinde. Viel Erfolg noch mit euren Geistern. Wie? Was? Hä? Wo ist der denn jetzt hin? War es wirklich ein echter Vampir? Hilfe! Oh Mann, das war vielleicht knapp. Nicht mehr viel und die hätten mich vielleicht erwischt, denn wäre ich auch in einem von deren Geistercontainern gelandet. Das muss ich sofort Dumbledore berichten, nicht dass er noch jemanden losschickt. Gut, dann mache ich mir mal gleich auf den Weg. Hey! Upsi, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Ja, das will ich auch hoffen. Hey, Moment mal, dich kenne ich doch. Ach, Karlchen, du bist es. Was machst du denn hier? Du bist ja der Letzte, mit dem ich hier gerechnet hätte. Tja, musst du gerade sagen. Geht mir genauso. Was machst du denn hier? Ach, ich war hier nur für eine Hausbesichtigung. Aber die Wohnung gefällt mir nicht. Ist nicht so mein Stil. Kann ich nur von abraten, falls du auch deshalb hier bist. Ja, kann ich verstehen. Aber die Wohnung ist eh vergeben. Lohnt sich nicht. Ja, umso besser. Also erzähl mal, warum bist du hier? Naja, es ist so, meine Freundin Carla hat mich rausgeworfen, weil ich unseren Jahrestag vergessen habe. Und nun sitze ich sozusagen auf der Straße. Und bin jetzt auf der Suche nach einem super Geschenk, damit sie mir verzeiht. Ein Geschenk also? Mal überlegen. Also ich würde mich ja über frisches Blut freuen. Was denkst du dazu? Nee, du lass mal. Blut hat Carla genug. So ungefähr 5 Liter in ihren Adern.
Oh, das klingt lecker. Erzähl mir mehr. Hey, das ist immer noch meine Freundin, über die du da redest. Hast du vielleicht noch eine andere Idee, was ich ihr besorgen könnte? Ja, wie wär's denn mit Kleider oder Schmuck oder so? Darauf steht doch jede Frau. Oh ja, das ist die Idee. Komm, lass uns in ein Einkaufscenter gehen. Wieso wir? Soll ich etwa mitkommen? Natürlich, ich brauche einen Berater. Los, los. Dabei sollte ich doch heute nur ein paar Geister holen. So, da wären wir. Beim Einkaufszentrum. Hier werden wir bestimmt was Schönes für Carla finden. Okay, gut. Und wo fangen wir an? Schauen wir einfach mal. Los geht's. So, Karlchen, schau doch mal. Was davon könnte Carla gefallen? Tja, ich weiß nicht. Das hier vielleicht oder das hier. Bin ich sicher. Schau mir das hier mal genauer an. Na gut, Locke, ich brauche mal deine Hilfe. Was denkst du? Eher das kleine Schwarze hier mit den Punkten oder das Blaue? Naja, ich würde sagen, das Blaue macht irgendwie fett. Und das Schwarze, ich meine, die trinkt ohnehin schon viel zu viel Schwarz. Würde ich nicht nehmen. Meinst du ja? Ja, ich denke schon. Wie sieht's denn mit dem Roten hier aus? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das mit den Kleidern ist keine gute Idee. Was? Wieso das denn? Naja, stell dir vor, ich kaufe die falsche Größe, dann ist sie noch saurer auf mich. Komm, wir schauen mal bei den Taschen. Wow, so viele Taschen. Bist du dir sicher, dass du hier fündig wirst bei der Auswahl? Ach, pappalapapp, das sind nur halb so viele, wie Carla eh schon hat. Wow, ehrlich? Wie viele Taschen hat die Frau denn? Tja, das ist eben genau das Problem. Carla hat diese Taschen alle schon. Wenn, dann braucht sie eine neue. Wenn ich jetzt eine doppelt kaufe, muss ich auf der Couch schlafen. Na gut, dann weiter. Oh Mann, Locke, wir haben das ganze Einkaufscenter auf den Kopf gestellt und nichts Gutes dabei. Hm, na gut, mal überlegen. Schau mal, da waren wir noch nicht. Wollen wir da nochmal kurz reingucken? Naja. Ja, das ist ja nett gemeint, aber ich glaube, für eine Heirat ist es noch ein bisschen zu früh. Ach Quatsch, wieso denn? Los, lass uns einfach mal gucken gehen. Das hier würde Carla doch hervorragend stehen. Ja, schon, aber... Entschuldigung, kann ich den Herren vielleicht helfen? Ja, können sie. Mein Freund hier wurde von seiner Freundin rausgeworfen. Und wir suchen ein Geschenk, damit sie ihm verzeiht. Wenn Sie die Kleidergröße wissen, dann könnten wir vielleicht ein schönes Kleid für Sie finden. Nein, nein, das hatten wir schon alles. Kleider, Schmuck, Taschen. Nicht wahr, Karlchen? Ja, in der Tat. Fällt Ihnen vielleicht noch was ein, was wir noch holen könnten? Ansonsten würde mir jetzt nur eine besonders romantische Geste einfallen. Ach, das bringt doch alles nix. Komm, Locke, lass uns abhauen. So, jetzt haben wir alles durchgeguckt und trotzdem nichts gefunden. Was machen wir nun? Mensch, Karlchen, überleg doch mal. Hat sich Carla vielleicht irgendwas Spezielles gewünscht? Oder was findest du so besonders an ihr, dass du dir nicht einfach eine neue Freundin suchst? Ach, Carla steht eigentlich immer auf Schuhe und Klamotten. Und was sie so besonders macht, naja, schwer zu erklären. Sie ist eben einfach der Stern an meinem Himmel. Sie ist etwas ganz Besonderes und alles ist mit ihr schöner. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücken kann. Ein Stern am Himmel, sagst du? Ich habe da vielleicht eine Idee. Ja, ich hab's. Karlchen, komm mit, ich habe eine geniale Idee. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Sektor 23 muss noch gereinigt werden. Start verzögert sich um ein paar Minuten. In Ordnung. Danke für die Benachrichtigung. Ich werde die Daten sofort neu kalibrieren. Aha, na gut. Und nun, was machen wir jetzt hier, Locke? Rakete zugucken oder wie? Wie soll mir das bei Carla helfen? Ach, Karlchen, denk doch mal nach. Was hast du über Carla gesagt? Sie ist der Stern an deinem Himmel. Also, was machen wir? Wir holen ja die Sterne vom Himmel. Und ich werde dir dabei helfen. Pass auf. Hey Leute, kommt mal runter. Der Chef verlangt nach euch. Hä? Was? Was ist? Der Chef? Warte, wir kommen schon. Was ist denn los? Wie seid ihr denn überhaupt hierher gekommen? Was meint ihr denn, der Chef? Genaueres kann ich nicht sagen, aber der Chef war ziemlich angenervt. Er sagte was von defekter Kerosinleitung oder so. Und dass er euch unbedingt sprechen will. Was? Defekte Treibstoffleitung? Oh, wir sollten sofort los. Schnell, Karlchen, das ist unsere Chance. Ab ins Shuttle. Brauchen wir dazu nicht Raumanzüge? Ach, die finden wir bestimmt da oben. Los, folgt mir. Tatsächlich, ich glaub's ja nicht. Stehen die einfach rum, als ob nichts wäre. Ja, sag ich doch. Los, umziehen. So, Karlchen, jetzt schnell einsteigen, bevor's losgeht. So, alles bereit, die Daten sind neu berechnet, es kann losgehen. Die Wissenschaft katapultiert uns in die Zukunft oder ins All. Egal, lass den Countdown beginnen. 5, 4, 3, wow, es geht los. 2, 1, Abschuss. Mann, oh Mann, ich kann es nicht glauben, wir fliegen echt ins Weltall.
Hey Karlchen, hier spricht Locke. Es ist soweit, lass uns aussteigen. Wir müssen noch einen Stern vom Himmel pflücken. Alles klar. Gut, dann mal raus. Wow! Wow! Hey. Mann, oh Mann, cool, oder? Wir sind echt im Weltraum. Los, schauen wir uns mal um, ob wir für dich was Passendes finden. Klaro, ich hab Lust drauf. Los, lass uns was suchen. Warte mal. Was ist denn das da hinter dir, Locke? Schau mal. Können wir das mitnehmen? Oh, wow, das ist aber ein großer Meteorit. Der könnte sogar die Erde zerstören. Haha, Karlchen, schau mal her. Ich zeig dir, wie ich so eine Sachen regle. Und du passt schön auf, dass du ein Stückchen auffängst. Und los! Wow, Locke, du bist ja unglaublich stark. Wow, 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 Mann, oh Mann, war das ein Wumms. Oh, hey, stopp, stopp, was ist denn das? Ein Stern, du wärst perfekt für Carla. Hey, Locke, ich hab, was wir brauchen. Lass uns wieder einsteigen. Alles klar, perfekt. Dann los, ab ins Shuttle. Locke, wie sieht's aus? Bist du da hinten sicher angegurtet? Ja, alles gut. Bei mir ist alles klar hier hinten. Keine Sorge. Ab nach Hause. Hoffentlich verzeiht Carla mir. Immerhin war ich für sie im Weltraum. Ja, wer ist da? Hey Carla, ich bin's, Karlchen. Können wir reden? Karlchen, verschwinde von hier. Ich hab dir gesagt, du sollst dich hier nicht wieder blicken lassen. Bitte Carla, bitte hör mir zu. Ich weiß, ich hab den Jahrestag vergessen, aber ich hab was für dich, bitte. Ist es Schmuck? Nein, kein Schmuck, was Besseres. Sind es Schuhe? Auch keine Schuhe. Es ist noch besser. Dann Gold. Oder eine unbelastete Kreditkarte. Auch nicht. Aber wenn du mich reinlässt, zeige ich's dir. Na, okay. Eine Chance hast du verdient. Wenn nicht, dann fliegst du. Also, Karlchen, was hast du denn nun für mich? Hier, Carla, das habe ich für dich. Ich war dafür extra im Weltraum und habe dir einen echten Stern vom Himmel geholt. Ich weiß, es ist nichts besonders Großes, aber ich hoffe, du verzeihst mir. Aber, oh mein Gott, ein Heiratsantrag. Genau das habe ich mir gewünscht. Ja, 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 ja und nochmals ja. Was, heiraten? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit bezwecken. Aber, ja gut, wenn sie glücklich ist und mir verzeiht, von mir aus. Das ist so schön, Karlchen. Wir müssen so viel planen. Wann soll die Hochzeit stattfinden? Wann lernst du meine Eltern kennen? Und wen laden wir alles ein? Oh Mann, was habe ich mir da denn eingebrockt? Naja, wird schon schön werden. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Hochzeit abläuft, dann klickt ihr links oben auf meinen runden Kopf, damit ihr mich abonniert. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Na dann, Leute, macht's gut.